back from the dead. Donnerstag, der 9. Mai 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Rocket League eSports Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, denn es gab drei Aktualisierungen heute. Und angefangen auf der linken Seite ist auch schon ein neues Decal am Start, und zwar von Rogue für den Dominus. Also alle, die auf Rogue stehen, beziehungsweise auf die Farbgestaltung, können sich den hier gönnen. Heute generell keine gute Aktualisierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben noch natürlich Items von gestern drin, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Wir haben zwei Player-Banner drin, die neu dazugekommen sind. Zum einen von TSM, was man sich nochmal gönnen kann. Und zum anderen von Dignitas, beide natürlich für 100 Tokens am Start. Das Decal von Rogue für 300. Dann haben wir immer noch die Energy-Reifen drin. Ihr seht schon, sieht schon ziemlich nice aus, muss man sagen. Allerdings, wie gesagt, es fällt mir irgendwie nicht, wenn die so ein bisschen weiter hier vorstehen. Sieht ein bisschen komisch aus. Trotzdem, ganz coole Reifen auf jeden Fall. Wobei wir wissen, dass diese auch in Gepainted droppen können, beziehungsweise auch hier in den Shop kommen können. Deswegen 500 Tokens, wer sich hier einen Energy-Wagen nochmal zurechtlegen möchte. Und ja, dann haben wir von Mousepods natürlich noch das Decal drin für den Dominus. Auch ganz ansehnlich, muss man sagen. Wie gesagt, wenn man Dominus fährt, passt das. Heute leider kein Octane-Tag, muss man leider so sagen. Alles nur für den Dominus. Und natürlich nochmal von Splice haben wir drin. Also drei Sachen für den Dominus drin. Splice, Mousepods und natürlich Rogue auch am Start. Ja, mein Highlight heute, muss ich ganz ehrlich sagen, geht wieder ein Energy raus an die Reifen. Die feiere ich am meisten, denn ich persönlich feier den Dominus nicht. Deswegen die Decals nicht so mein Ding. Ich warte immer noch persönlich auf das Cloud9-Decal für den Octane. Da bin ich übelst gespannt drauf, wenn das rauskommt. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer Highlight für heute ist und was ihr im Shop geben würdet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich gebe dem Shop heute leider nur eine 2 von 10. Hab gedacht, dass vielleicht eine coole Sache mindestens reinkommen würde. Ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, kann man nichts machen. Morgen allerdings dann in 24 Stunden dann die komplette Aktualisierung des gesamten Shops. Und ich hoffe, dann sehen wir endlich mal wieder richtig geile Sachen. Vielleicht auch die eine oder andere gepaintete Sache oder Überraschung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, damit bin ich am Ende meines Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.